war irgendwas. Die Hübschen haben zu viele getötet. Keine Ahnung. Wie sehe ich denn aus? Wie ein Mensch? Reden, reden, reden. Immer nur reden. Da war nichts. Auch egal. Ich rede lieber mit mir selber. Als mit einem dummen Menschen. Zack. Kann nicht. Na komm. Bitte auf den Kopf. Auf den Kopf, habe ich gesagt. Danke. Na, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Du wolltest nochmal. Okay. Verständlich. Und mittlerweile habe ich viel zu viele Jagdflinten. Wie bist du denn gestorben? Also ein paar Jagdflinten kann ich ja einfach liegen lassen. Das ist ja das Schöne, man muss ja nicht alles mitnehmen. Man kann es ja auch wieder wegwerfen. Was sind das eigentlich für Dinger? Wie Computer sehen sie nicht aus. MFCs mitgehen lassen. Wären wahrscheinlich losgegangen, hätten wir aus dem Wasser getrunken. Verdammt nochmal! Ich hab's gesehen und wollte nah genug dran. Hat nichts genützt. Also nah genug dran, um es zu entschärfen, nicht um es auszulösen. Und nochmal. Ich müsste mir mal die Nase schneuzen. Verdammt. So, habe euch wenigstens mit etwas Musik dagelassen. Ich will es wegwerfen. Danke. Ja, das hatten wir jetzt schon. War hier oben nicht auch noch irgendwas? Ja, da oben. Ich wusste es doch.
War da auch irgendwas Nützliches mit bei? Sieht nicht so aus, ne? Warum hatte ich das dann noch mal im Kopf? Eine freundliche Plauderei oder klassische Diplomatie mit dem Schießgewehr? Am Ende spielt es wohl keine Rolle mehr. In Arafu ist es wieder ruhig. Das einsame umherziehende Wesens aus Wall 101. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Three Dog. Wo ist denn das Radio? Ach, ein Mieser mahnt sich an, das finde ich auch wieder nicht so doll. Verdammt. Geschützturm? Was für Geschütztürme denn? Ach, jetzt sag nicht, wir hätten... Nee. Was für ein Krankenhaus braucht Geschütztürme? Da. Jetzt sehe ich es auch. Naja, was soll's. Ein Baseball. Jetzt will ich aber doch noch mal gucken, ob da oben was liegen geblieben ist oder ob das einfach nur gerade so, ne? Nö. Man darf drauf schießen und das war's. Gut. Ich meine, ich hätte es jetzt so eh nicht mitgenommen. Das hätte ich versucht noch so runterzubekommen, indem ich drauf schieße. Verdammt nochmal. So. Was wollte ich wegwerfen? Hier. Jagdflinte. Davon haben wir eh so viele, also von daher. Nee. Wie viel besser war eigentlich 21? 36. Mann, 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 Mann. Was für ein Unterschied. Ach so, jetzt sind wir in der ersten Etage. Ah, okay. Ein Stimmpack. Lieber auf Nummer sicher gehen. So.
Mal gucken, was haben wir hier? Die Kantine, ne? Das sieht nämlich nach einer Kantine aus. Hier möchte ich noch nicht drauf schießen. Wie ist das bei denen nicht hochgegangen? Sehr komisch. So, falls hier noch irgendwas ist, damit das jetzt nicht alles durch die Gegend geschleudert wird und ich das besser aussammeln kann. Aber hier scheint nichts zu sein. Zumindest nichts, das ich brauche. Gut. Dann zur Sicherheit. Mentats. Das war einfach. Halt. Na, dann so. Ich habe eigentlich gesagt, dass ich die in Ruhe lasse, ne? Oh, da war eins mit 8 von 9. Heilige. Ah. Aber das geht so halt trotzdem schneller. Ach, na komm. Na bitte. Medizin, ja, gut. Hey, Tür. Was soll das denn? Hm? Haha, gefunden. Und deshalb läufst du jetzt weg von mir. Was war das? Oh, da ist ja noch ein zweiter. Hm? Hat er seinen Hammer verloren? Verwundet! Verwundet! Ach, ich wollte gerade mit dem Nahkampf drauf. Geht ja so gar nicht. Und zur nächsten Etage, Vernon Square. Oh, ja. Ach, da oben hat doch, genau, da patrouilliert er immer noch. So, Riley sagte ja, die haben sich einen Weg geebnet zum benachbarten Statesman Hotel. Statesman. Gut.
Hotel, mittlere Etage. Bitte was? Ey, naja. Oh, stimmt, Fallen. Na komm, ich will das Ding entschärfen. Granatenbouquet. Bouquet. Ja, dann halt Bouquet. Bouquet. Mann, jetzt reicht's aber. So. Zack, weg mit den ganzen. Eigentlich schade, das wegzuwerfen. Moin. Recht kleines Bad. Aber gut, es muss ja nicht alles so riesig sein. Ein zu großes Bad ist auch nervig. Ach Mensch, wieso schießt ich da denn immer vorbei? Jetzt hör doch mal auf, vorbeizuschießen. Hallo? Blödes Vieh. Und widerlich noch dazu. Moment. Das verwirrt mich ja jetzt schon. Zack. Ach, da hat sich jemand in der Badewanne das Leben genommen. Warum auch nicht? Haben alle das Gewehr noch dabei, aber keine Munition. So, da war ich jetzt. Hier auch. Da kann ich hoch, da geht es nicht weiter. Und hier ist ein sehr kleiner Nebengang. Da hat sich jemand zu Tode gesoffen. Mit Nuka-Cola. Wenn das geht, nur zu. Theo, Söldner Charmeur Outfit. Und Theos Munitionskiste. Hui, ei, ei. So, was hätte es ausgelöst? Da oben. Na, ah, hier kommt man noch gar nicht weiter.
Mensch, die haben ja aber ganz schön gewütet, als sie da hoch sind. Hey, ich drücke doch. Nee, ich drücke C. Ups. Herr der Supermutanten. Okay, das treffe ich natürlich wieder nicht. Na komm. Treffe ich überhaupt? Oh ja, Tatsache, ich treffe. Uiuiui. Ach, schade. Meine Fresse, wie viele Tote von Supermutanten sind hier denn? Die Spielchen sind... Zeit zu... Na komm. Ich sage zu oft, na komm. So, wir haben hier gerade noch einen Rumstapfen hören. Von da kamen wir, oder? Ne? Moment. Ja. Ach, ich kann mir auch nichts merken. Ich bin aus Versehen auf die Taste gekommen. Auf die Maustaste. Scheiße. Ja. Halt. Auch immer schön nach unten gucken, nicht dass wir gleich eine der Fallen auslösen. Das wäre nämlich nervig. Ach Mann, was ist denn? Moment. So. Vielleicht brauchen wir einfach gerade nur was zu saufen. Widerliche Viecher.
Notiz von Little Moonbeans Vater. Keine Menschen mehr durchlassen. Die versuchen, den Rangers auf dem Dach zu helfen. Keiner wird geschont. Tötet sie alle. Unsere Zeit wird bald kommen. Das ist ja schön, dass man auch so ein bisschen die Gespräche mitbekommt. Huch. Riley teilte mir mit, dass der Code zur Tiers Munitionskiste Riley 9090 bedeutet. Ja gut. Das sind einfach nur jetzt nochmal Zusammenfassungen von dem, was sie uns eh gesagt hat. I don't want to set the world on fire. I just want to start.